Also herzlich willkommen zu diesem Video. Ich stehe hier neben Felix. Ja. Wir sind gerade zu Hause im Hoflader. Und wie ich beim letzten Mal versprochen habe, dass es noch einen zweiten Teil gibt vom Reis, sind wir jetzt hier und schauen mal uns das Endprodukt an. Genau. Also Felix, den Reis habt ihr aber nicht selber gereinigt, oder wie habt ihr das gemacht? Nee, genau. Wir haben von unserer Linse haben eine kleine Reinigungsanlage, wo man den Großteil vom Stroh rausreinigen konnte. Aber die letzte Endreinigung quasi, bevor man dann schälen konnte, konnte man nicht selber machen, weil wir dazu noch keine Maschine haben, weil es dieses Jahr nur ein Versuch war. Eine relativ kleine Fläche, genau wie ja im vorherigen Video schon gesagt wurde. Und ja, genau. Wir haben auch da gegeben, haben ihn reinigen lassen und dann letzten Endes auch entspelzen lassen. Okay, dann hätte ich mal gesagt, wir schauen mal an, wie er vorausgesehen hat und vielleicht wie das Endprodukt aussieht. Genau. Und dann können wir mal gucken, wie er den verpackt. Ja. Und wie es Päckchen aussieht. Da haben wir hier eine Kiste. Einmal mit Rohprodukt, sagen wir mal. Genau, das ist jetzt quasi der Reis, der noch nicht gereinigt, wo gereinigt ist, aber halt noch nicht entspelzt ist und noch nicht poliert ist. Genau. Da sieht man nicht schon, wie klein eigentlich schon ungeschält der Reis ist. Ja, genau. Und dann denkt man sich, ja, okay, gut, die Reiskante beim Supermarkt kaufen kannst, die sind eigentlich mindestens so groß wie eigentlich das hier, wo noch nicht geschält wurde. Genau, das stimmt. Die Körner sind relativ klein. Das ist jetzt aber auch sortebedingt. Also ist jetzt halt eine Sorte, wo relativ kleine Körner hat. Also so sieht es aus. Können wir mal da gleich sehen. Das ist jetzt quasi der... Das ist jetzt der bereinigte Reis. Gereinigte und entspelzte und polierte Reis, genau. Poliert ist auch noch? Ja. Okay. Und das hat alles der gleiche gemacht oder habt ihr da verschiedene... Ne, das hat alles einer gemacht. Okay, sehr gut. Der ist da ein bisschen spezialisiert drauf im Ausland. Genau. Okay, gut, sehr gut. Wie viel Gramm oder Kilo sind da so ein Päckle drin von eurem Reis? In so einem Päckle sind 350 Gramm Reis jetzt. Genau. Und was kostet jetzt bei euch so ein Päckle Reis? Das Päckle wird jetzt 4,40 Euro kosten. 4,40 Euro? Ja. Ja gut. Für Reis aus Deutschland, Baden-Württemberg, würde ich den Preis zahlen? Gut, ja, ist auf jeden Fall mehr wie im Supermarkt, aber ja, er ist hier gewachsen. Ja, wie füllt ihr den ab? Habt ihr da so eine Abpackmaschine oder wie wird das jetzt gemacht bei euch? Der hat uns quasi in so 50 Kilo Säcke zurückgeschickt, als er gereinigt war, der Reis, aber abfüllen tun wir aktuell noch von Hand. Mit der Waage? Genau. So. Okay, ja gut. Also Felix, was spricht denn für euren Reis? Für unseren Reis spricht, dass er hier in Schwaigern angebaut wurde. Er wurde ohne Pflanzenschutzmittel angebaut. Die Unkrautbekämpfung hat dadurch dann von Hand und mechanisch stattgefunden. Er wurde, wie gesagt, hier produziert in Schwaigern, hat keine weiteren Transportwege von China oder Indien bis ins Supermarkt, sondern kann hier direkt im Hoflader regional gekauft werden. Und er ist Trockenreis, dieser Reis, das heißt, die Felder werden nicht geflutet und dadurch wird der Reis nicht Arsen belastet. Das klingt schon mal gut. So Felix, was verkauft ihr eigentlich hier bei euch alles im Hoflader? In unserem Hofladen verkaufen wir eigentlich nur regionale Produkte. Wir haben hier oben verschiedene Weine von der Heuchelberg Weingärtner. Da liefern wir auch unsere Traube ab, die wir produzieren. Haben hier noch verschiedene Cassis-Produkte von Stockheim. Hier haben wir unsere Linse, die wir jetzt auch schon seit einigen Jahren selber anbauen. Einmal die Beluga-Linse und einmal die Berglinse. Die Linse, die wachsen im Gemenge mit Leindotter. Und seit diesem Jahr tun wir jetzt auch den Leindotter zu Öl weiterverarbeiten, genau. Das verkaufen wir auch hier bei uns selber. Genau, hier noch weitere Cassis-Produkte, verschiedene Honigs. Und hier unten noch Nudeln aus Brackerheim. Genau.
Und dann verkaufen wir noch Kartoffeln und Zwiebeln aus eigenem Anbau. Nochmal. Das ist aber schon okay. Ich mach nochmal, bin ich sicher. Rausrahmen für den Hoflader. Und nochmal neu. Entschuldigung. Viele. Ja, nochmal neu. Scheiße. Okay, jo. Also Felix, es gibt langes okay. Willst du schon mal Drücken machen? Ja, weil das Ende war scheiße. Ja. Damals, wie sieht man das da eigentlich? Ah, man sieht. Normal. Okay, jetzt wird's auch was. Ja, komm, jetzt wird es auch was. Und M? Okay. Aber dann M. War ein M drin? Ja, natürlich. Ah, scheiße. Okay, sag mal.